Wirst du es schaffen, deine gesamte Base wiederzufinden, um sie aufzubauen? Du wirst getrollt, kannst nicht entfliehen. Du wirst getrollt und das bedeutet... Sag mal, warum machst du meinen Look nach? Ich bin der Osterhase. Nein, ich bin der Osterhase. Seit wann ist der Osterhase rosa? Bist du bescheuert? Das sind meine Farben. Hallo? Du hast das, glaube ich, verwechselt. Du musst die Ostereier anmalen und nicht dich. Hast du überhaupt richtige Ohren? Ja, du hast deine Ohren auch hinten. Ja, klar, hier, schau. Wir machen einen kleinen Osterwettkampf. Hm? Hast du Lust auf ein kleines Oster-Event? Okay, dann kommen wir mit zu deinem Haus. Ich habe da eine Idee, was wir machen können zu Ostern. Wieso gehen wir direkt zu meinem... Ich glaube, mein Haus ist ziemlich klein, um da drin Eier zu verstecken. Na, warte mal, wir können ja mal kurz schauen. Ich muss ja mal ein paar kleine Tweaks machen. Damit kennst du dich ja schon aus. Warte mal, was haben wir hier? Ah, das sieht gut aus. Bupp, zack. Hä? So. Ey! Tja, das ist meine Banane halbiert. Übrig. Tja, jetzt hast du keinen Respawn-Punkt mehr. Jetzt wirst du wohl in den Bergen respawnen. Ich würde lieber aufpassen, dass du nicht gleich drauf gehst. Okay, warte, Oder spawn ich jetzt in der Kapsel? Und du hast mich für immer gefangen, wie so ein Pokémon. Ich muss mal kurz schauen, dass ich hier das... Ich muss dein Haus kurz noch weiter modifizieren, Kopper. Kann man die seitwärts hinstellen? Ja, ich glaube aber eins niedriger, dann passt das. Wie du mich auch nicht aufhältst, ich nehme jetzt einfach... Ja, was soll ich denn machen? Ich nehme einfach dein Haus auseinander. Kannst vergessen, ich hab's schon. Zweite Karte. Nein. Na, vergiss es. Ist okay, Kopper. Das lässt du einfach mit dir machen. Jetzt rück die Kapsel wieder raus, jetzt stell es mal wieder hin. Nee. Warum machen wir das nicht mit deiner Base? Hm? Warum machen wir das nicht mit deiner Base? Warum machen wir das? Du hast doch so lange Ohren, du musst mich doch hören. Zack und wupp. Ey! Oh, nein. Kopper, gib mir die Kapsel. Wupp. Okay, komm, wir tauschen. Nee, ich setz das wieder hin. Lol. Oh. Wie sag ich das ein? Schauen wir mal. Das sollte... Ja. Meine Kisten? Nein, die kriegst du nicht. Hä? Doch, stell wieder auf. Nee. Sonst doch langweilig. Das ist für Ostern, Kopper. Für Ostern. Ja, du machst immer nur Mist. Wieso bin ich immer das Opfer? Mann, wir machen das für Ostern. Wie hast denn du dein Haus da platziert? Guck mal, das ist doch jetzt hier völlig durcheinander. Was meinst du, wie lange ich dafür gebraucht habe? Hast du ein Tutorial dafür reingezogen, oder? Nein. Und jetzt die ehrliche Antwort. Und der letzte Abteil. Noch was in den Ofen. Zack. Eine Kapsel habe ich noch. Und weißt du, was ich mit der Kapsel noch... Funktioniert doch Ostern gar nicht. Doch, der Osterhase kommt und der Osterhase nimmt. Nein. Zack. Ich dachte, wir würden... Nein. So, wunderbar. Alter, jetzt gib meine Kisten wieder, das war überhaupt nicht so abgesprochen. Das war Ostern. Ich hoffe, Ostern hat dir gefallen. Hallo. Ich gehe dann jetzt wir sehen uns nächstes Ostern wieder. Ich muss jetzt Ostersachen machen, weil ich bin nämlich der reale Osterhase. Oster dann mal davon. Ja, natürlich. Wer kennt es nicht, der Osterhase fährt dann mit dem Boot wieder weg. Lass mich mal eine Runde Ostern jetzt. Ich habe nur Kartoffeln, die ich anmalen kann. Zählt das auch? Oh, das ist schon wie dieses Ostern, der Ostern des armen Mannes. Okay, pass auf. Hier du bekommst Eier. Deine Basis wieder, wenn du alle versteckten Ostereier findest. Ja, das krieg ich hin. Ich bin der Osterhase. Ich muss ja wissen, wenn ich die Sachen, wenn ich Sachen verstecken kann, dann kann ich sie auch finden. Na gut. Dann stell dich hier zur Wand. Ja, aber denk dran, du bist ein Hase und kein Eichhörnchen, also nichts verbuddeln. Denkst du, das hält mich auf? Erstmal, es werde Tag. Wow. Oha. Ostermagie. Osterwunder. Okay, ich suche mir mal hier ein paar Verstecke aus. Also, das ist ja ein Kack-Ostern. Es regnet jetzt einfach. Ja. Lass mal abblasen, lass mal nicht machen. Weil hier schlagen sogar Blitze ein. Ja, was in meiner Base? Hallo? Der hat die zu... Die hört sich aus. Wie ist dann nächstes Jahr wieder, oder was? Ja. Lass mal verschieben. Lass mal was anderes machen. Ostern fällt dieses Jahr eh total komisch. Auf den 31. Also, komm, ist doch eh nicht so cool, oder?
Ja, ein Tag später wäre cooler. So, dann verteile ich jetzt deine Basis, okay? Die Kapseln sind sogar bunt angemalt, ne? Ja. Ist quasi wie so ein etwas cursed, twistedes Ostern? Boah, jetzt habe ich schon ein paar richtig fiese Punkte gewählt. So, warte mal, ich suche mal hier noch einen, der ein bisschen, der ist schön ostermäßig. So, und das ist jetzt mein letzter? Das ist meine letzte Kapsel. Ah, und die packe ich hier hin. So, okay, bist du bereit? Ich gehe dann jetzt vom Server, viel Spaß beim Suchen, okay? Ich hoffe, du hast dich auch wirklich versteckt. Ich hab dich versteckt. Du bist schon losgelaufen, so, ohne dass ich gesagt habe, dass du loslaufen kannst. Wo ist denn hier Sportsmanship? Ach so, ja, dann geh wieder zurück. Ob das jetzt noch einen Unterschied macht, wenn du losgehst? Okay, wir warten kurz. Ich sag dir gleich Bescheid, okay? Wenn's losgeht. Ja. Hallo? Jo. War das Zeichen? Hm? Hallo? Ja, es geht gleich los. Du stehst hinter mir. Oh, nö. Doch, ich hab doch die Ansicht geändert. Na gut, es geht los. Mann. Das wird jetzt spannend. Faules Ei, ey. Wirst du es schaffen, deine gesamte Base wiederzufinden, um sie aufzubauen? Die Begeisterung steht dir ja, förmlich ins so Gesicht geschrieben. Ich habe ein klassisches Copper-Video geplant. So, erstmal muss ich natürlich in deiner Base gucken. Wow. Aber du hast sie nicht in der Endertruhe versteckt, oder? Nein. Ich habe da reingeguckt und habe ich gerade gewundert, warum du in Enderdrachen eierst. Hast du sie in deiner Base vergraben vielleicht? Mach mein Haus nicht kaputt. Ja, aber ich muss sicherstellen, nein, dass du das nicht hier versteckt hast. Mein Haus kaputt zu machen. Jeden einzelnen Block musst du ganz genau analysieren. Es gibt Bleib ich jetzt nicht hier unten stehen, wenn das runterfällt? Guck mal, du verschwendest deine vielleicht? Zeit. Pass auf, ich mache jetzt ein Zeitlimit an, wenn du dich jetzt hier nicht zusammenhältst. Nein, machst du nicht. Doch, wo ist mein Handy? Pass auf, doch, mach ich jetzt. Oh, wenn Mann. Du deine Base nicht innerhalb von... Nein! Doch, ich schmeiß dich jetzt in die Lava. Ist mir doch egal, ob ich in Lava schmeiß. Vielleicht habe ich deine Base im Inventar und die verbrennt. Hast du nicht. Tja. Hast du nicht. Willst du es wirklich riskieren? Ich würde es nicht riskieren. Ich mache jetzt ab jetzt 20 Minuten Timer. Wenn du es nicht schaffst... Oh, Mann! Jeder Teil, den du nicht findest, ist für immer verloren. Ich war schon immer nicht gut im Eier suchen. Ja, du schaffst das. Du bist doch der Osterhase. Jetzt stellt sich mal raus, wer hier der reale Osterhase ist. Ja, aber ich bin eigentlich nicht der geht's ja bloß um zwei wichtige Abteile. Abteil Nummer 1, deine Kisten Nummer 1 und Abteil Nummer 2, deine Kisten draußen. Der Rest vom Haus lässt sich ja easy peasy wieder aufbauen. Und hinterm. Sind die denn in einer Truhe oder die spawnen die dann einfach? Nein, die sind platziert. Die siehst du richtig, du wirst sie erkennen, wenn du nicht gerade blind bist. Ey! So, dann warten wir mal kurz. Mach die Tür auf! Warten wir mal kurz. Schauen wir mal auf die Zeit, wie sie davon tickt. Jetzt. Ja, hier, komm raus. Unglaublich. So, hier sind Truhen. Ich glaube, ich habe vergessen, wo ich deine Sachen platziert habe. Moment, war das? Das waren jetzt nicht meine Truhen, die da oben standen, die du jetzt einfach rausgeräumt hast? Nein, ich habe richtige Kapseln versteckt. Die bunt angemalten. Okay. Wo könnte denn der Osterhase sowas verstecken? Ob du bis zum Ablauf der Zeit überhaupt eine findest? Eine einzige Kapsel? Sind die denn hier im Dorf? Ja, ich bin jetzt nicht weit weggegangen. Hast du sie vergraben? Also, Koppa. Sowas würde ich niemals tun. Okay, ich muss das systematisch, muss ich das hier jetzt... Ich werde die hast du irgendwo unten. Wir haben noch nein, es ist wirklich fair. Bei mir war klar... Koppa, mir war doch klar, dass du nicht die hellste Birne bist. Hallo? Ich bin doch nicht umsonst gelb. Ja, gelb angemalt heißt ja noch lange nicht, dass du leuchtest. So, was haben wir denn hier? Hier ist ein halbes Bett. Das ist noch von unserem Reparieren. Jetzt ist es weg. Wow. Koppa, ich mach doch nicht die Regeln. Bewohnergericht. Was ist in unserem Gericht? Nein, es ist schon oben. Den Tipp gebe ich dir. Bevor du hier 20 Minuten rumirrst. Hier befindet sich keine einzige Kapsel. So, das war dann aber auch der einzige Ostertipp, den du kriegst. Brauchst noch Brot, oder? Nee, ich geht's noch, alter Mann? Soll ich dir hochhelfen? Ey, was soll das denn heißen? Ich kann noch immer flink. Ich kann springen.
Na komm schon, Kopper. In dem Haus war ich, in dem Haus war ich, in dem Haus war ich, glaube ich, noch nicht. Hä, also das waren doch so viele Kapseln. Sind die denn wenigstens an verschiedenen Orten? Ja. Ja, die sind an verschiedenen. Oh, hier schon wieder ein halbes Bett. Oh, diesmal habe ich es auch bekommen. Kopper, jetzt gib dir doch mal Mühe. Ich sehe keine Kiste. Nicht eine? Du hast sie in irgendeinen Ofen gelegt? Nein, Kopper, du verstehst das Konzept, glaube ich, nicht. Die sind richtig, die sind sichtbar, die Kapseln. Du ich kannst schon die sehen. An die Decken. Oh nein, hast du sie in irgendwelchen unsichtbaren Blöcken oder so eingebaut? Nein, oder so? Nein, die gibt es. Also, Kopper, wirklich. Ich hab was gefunden. Ja. Ich beglückwünsche dich. Geil. Das sind bestimmt meine Truhen. Garantiert, wetten. Ah, haha. Ja, aber nur zwei Stück. Da ist nur Müll drin. Jetzt weißt du aber, wie es aussieht. Guck mal, jetzt hast du eine realistische Chance. Du hast natürlich solche Frames ercheatet. Hm? Was ist Ostern? Da darf man cheaten. Mann, da darf man einfach mal so, damit es ein bisschen schwerer ist, die unsichtbaren Frames auspacken. Damit es osterlicher ist. Okay, ich gebe dir noch einen Tipp. Du bist schon an zwei Dingern richtig, richtig nah dran vorbeigelaufen. Ja, weil ich tatsächlich nicht auf Frames geachtet habe. Deswegen muss ich das nochmal alles ablaufen. Mach ruhig. Schau mal nach der aber Zeit. Aber das ist okay. Ja, die Zeit rinnt hier aber auch davon. Ja, ja. Hier ist überall noch das Gras verbuggt. Ja. Guck dir das an. Wow. Die hast du selbst gefunden? Jetzt hör auf mit dieser komischen, ironischen Stimme. Ich hasse es so sehr. Genau, nehmen wir uns mal die Zeit und machen mal hier die Stadt ordentlich. Es ist überall noch dieses verbackte Gras, weil du die Stadt kaputt gemacht hast. Warum denn ich? War das nicht der Wirbelsturm oder so? Ja, das war dein Wirbelsturm. Was? Hm? Okay, du hast sie also draußen irgendwo auf dem Boden auch gelegt. Alles im Umkreis vom Dorf. Jetzt guck ich die ganze Zeit, jetzt starre ich die ganze Zeit auf dem Boden. Vielleicht sind nicht alle auf dem Boden, Kopper. Das ist die schmerzhafte Message. Manche habe ich 200 Blöcke in der Höhe platziert. Ich habe gerade kurz in den Himmel geguckt. Bin ehrlich, mir entgleitet gerade schon, wo ich die ganzen Kapseln platziert habe. Nein. Aber glücklicherweise nimmst du das ja auf und dann kannst du im Zweifel in deine Aufnahme gucken. Bin ich irgendwie doof? Ja. Das solltest du nicht beantworten. Hier bist du schon zum 20. Mal rein. Ja, aber ich habe nicht auf diese Frames geachtet. Gibt es hier irgendwie an der Wand? Kannst du nicht wenigstens mal einen Tipp geben oder so? Ich glaube, eine ist noch an meinem Haus. Aber ich habe vorhin schon Ostertipps gegeben. Dass du jetzt noch sowas von mir verlangst? Ja, es ist doch Ostern, dann kannst du mal nett sein. Du bist doch auch nie nett. Ich wach immer noch schweißgebadet auf wegen dieser Brute Force-Attacke. Ja, das war schon... Das war witzig. Den habe ich hier noch immer vor mir liegen, den Stick. Schick dir auch mal eine Minecraft-Welt per USB-Stick. Aber da ist dann ein Virus drauf. Nein. Hier ist ein Bett. Das ist gerade vor meiner Nase gedespawnt. Das Bett, ich habe da nicht mal eins gesehen. Ja, das war da. Das ist da gedespawnt. Ey. Wo bin ich blind oder was? Ist das unterm Teppich? Nö. Okay, pass auf, nächster Tipp. Es ist nicht im Haus. Hey! Es ist an deinem Haus. Ja. Hä? Wir haben schon dreimal drumherum gelaufen. Oben vielleicht? Wo könnte es wohl sein, Kopper? Nein, wahrscheinlich sieht man es die ganze Zeit in deiner Aufnahme und alle machen sich wieder lustig. Wo ist die Kapsel? Wo könnte sie sein? Hä? Da habe ich... Doch, da war sie die ganze Zeit. Nein, war sie. Seit Anfang an war sie da. Doch, war sie, Kopper. Nein, war sie. Nicht. Sie war seit Anfang an dort. Und wenn es so wäre, dann schneidest du es raus. Hm. Die war wirklich seit Anfang an da. So, jetzt muss ich selbst noch ein bisschen nachdenken, wo ich die hier hingepackt habe. Wie viele gab es nochmal? Mindestens 6, glaube ich. Was? Ich habe nur 3. Hm. Aber du hast ja noch ein bisschen Zeit. Wo habe ich die anderen hingepackt? Das ist wirklich eine gute Frage. Oh, Kopper, ich glaube, die Base wirst du nie wiedersehen. Oh, sag doch sowas nicht. Ah, ich habe eine gefunden, ich habe eine gefunden. Wo? Hey, das sage ich dir doch jetzt nicht. Achso, ich dachte, wir spielen zusammen.
Wir spielen nicht zusammen. Ich will doch, dass du leidest. Vor allem an Ostern. Da! Anstatt reinzulaufen, baust du den Zaun ab. Ja, ich war so fixiert. So, ich habe jetzt 4. Ein schwarzes, ein gelbes und 2 türkise. Die türkisen sind am größten. Nee, das schwarze ist am größten. Ich glaube, es waren 6. Ich habe die Zahl vorhin gesagt. Warum hast du sie denn nicht gemerkt? Ich höre dir doch nicht zu. Alter. Also, ich voll. Du hast es verdient, dass du es nicht mehr wiederfindest. Real Talk. Sind die denn eher draußen oder in den Häusern? Ich gebe dir keine Tipps mehr. Guck mal, wie du mit mir redest. Wenn du dich entschuldigst, gibt's noch einen Tipp. Ist es mir das wert? Da müsste ich erstmal gucken, welche Teile ich vom Haus schon gefunden habe. Warum lag hier eine leere Kapsel rum? Leere? Ja, da lag eine leere Kapsel rum. Hast du sie etwa ausgeleert? Nein, das war nicht von mir, die lag da einfach. Ist eine, ach nee, die Truhe habe ich hier hingetan. Koppa, jetzt koch doch mal. Oh Gott, ich muss niesen. Ach, du wüsstest auch nicht mehr, wo die sind. Da können wir doch gemeinsam suchen. Na, ich weiß, wo noch eine ist. Das reicht. Sag ich dir nicht. Ist geil. Was war denn hier vorne irgendwo? Oh, wahrscheinlich wo am Netherportal. Das wär's. Andere noch platziert. Da würde ich... Wo würde ich die Kapseln verstecken? Ich bin so senil, ich hab verpennt, wo ich die andere noch versteckt habe. Wie viele hatten wir? 5 oder? Ich weiß es nicht. Waren es 5 oder 6? Wir werden es nie erfahren. Es ist verloren. Also da ich ja eine große Banane da oben hatte, müssten es mindestens 6 Kapseln sein. Also in 4 passen die gar nicht. Und was ja noch dazu kommt, wir haben ja nicht nur die Banane weggenommen. Wir haben ja auch deine Kisten da hinten eingesackt. Und die Kisten. Und die Kisten. So, checken wir mal die Zeit. Sieht gar nicht gut aus. Was passiert da nochmal, wenn die Zeit abgelaufen ist? Ich drücke einen Knopf und die Kapseln verschwinden. Nein. Doch. Außer, nein. Wenn eine schnelle Zahlung auf mein PayPal-Konto eingeht. So einer ist also der Osterhase. Ja, es läuft schon seit vielen Jahren nicht mehr so gut. Ich verstehst weiß. Du? Und man muss auch sehen, wo man bleibt. Nicht jeder kann erfolgreicher Mod-YouTuber sein. Hä, hey, was ist das hier? Lol. Geheimer Geheimkeller. Keine Ahnung, was das ist. Da wohnt, glaube ich, der rosane Osterhase. Okay, ich gebe dir jetzt einen Tipp, weil es ja nur noch ein paar Minuten sind. Es ist schon ein bisschen höher. Im Dorf. Ja. Im Dorf. Aber auch komplett sichtbar. Geh doch nochmal hier in das Haus rein. Hier, in das. Nee, höher ist ja hier. Nein, so weit rausgelaufen bin ich nicht. So fair bin ich. Geh doch in das Haus hier vorne. Ich glaube, das sieht gut aus. Das hier könnte es sein. Höher, hier ist noch so ein kleiner Berg. Nee, da war ich auch nicht. Und da unten war ich ja auch nicht. Ja, ich bin ja aus Versehen runtergelaufen. Vielleicht unter der Treppe. Boah, guter Call, aber nee. Und oben bei mir? Auch nicht. Sicher? Aber ja, schau doch nach. Verschwend deine Zeit hier oben. Nee, wenn du das sagst, dann glaube ich dem Osterhasen mal. Ich habe die restlichen Kapseln einfach in Lava geschmissen. Nein, das hast du nicht. Hä, was meinst du denn? Unser Dorf ist doch flach, oder nicht? Ja. Es ist einfach nur eine höhere Position. Es ja, ist aber auch Blöcke, nicht, oder was? Es ist aber auch nicht so hoch. Oh, Koppa, wirklich. Mann! Puh, die Zeit rennt. Jetzt sag doch mal, wo. Die Zeit sprintet, wenn ich dir sage, wo, dann ist es doch langweilig. Ich geb dir auch ein Brot dafür. Ich hab genug Brot. Ich bin so arm, bin ich jetzt auch nicht. Okay, pass auf, nächster Tipp. Du musst nur sagen, dass ich der Beste bin. Du weißt, dass ich nicht lügen darf. Wieso nicht lügen? Ja. Okay, gebe ich dir den Tipp. Wohl erzogen, hallo? Ich gebe dir den Tipp. Hat was mit einem Dach zu tun. Mit einem Dach? Mit einem Dach? Ja. Hä? Aber das sind doch alles nur Treppen, oder nicht? Oder in dem Haus? Im Dach im Haus oder was? Du schaffst das, ich glaube an dich.
Go Copper, Go Copper, Go Copper. Find die Eier. Sieht nicht gut aus. Okay, pass auf, ich werde die Kapsel nicht vernichten. Aber wenn du sie nicht findest, dann gehören sie mir. Teil doch mal deine Gedanken mit mir. Was geht dir da so durch den Kopf? Ich schaue auf die Dächer. Aber da ist nichts. Ich meine, wie kann man denn auch an solche Treppen überhaupt was heften? Das geht doch gar nicht. Doch, der Osterhase kann das. Der Osterhase ist doch auch ein magisches Wesen. Ich bin doch hier der Osterhase. Ich bin der Osterhase. Ich weiß, wo die Kapsel ist. Aber ich weiß nicht mal, wo die letzte ist, wenn es noch eine gibt. Müssen wir gleich im Post-Edit nachschauen, was da abgeht. So, vergesslich sein. Jetzt ist es gleich vorbei. Das war's wohl mit deiner Base. Das war's wohl. Nein, dann hättest du es gefunden. Ich sehe, das hätte ich doch von Weitem gesehen. Ja, anscheinend ja nicht. Oder meinst du dein Dach? Nein, mein Dach ist es nicht. Außer, meinst du das Dach vom Gefängnis? Habe ich da noch was anderes? Nö. Es ist schon einfach sichtbar. Das verspreche ich dir. Wo könnte die Kapsel sein? Gleich war's das. Setz dich das unter das Druck. Das sagst du schon seit 10 Minuten. Naja, aber gleich ist es wirklich vorbei. Hätte ich dir mal nur 10 Minuten gegeben. Scheiß mal auf die 20. Komm jetzt da, wo sie sind. Nein, erst wenn's vorbei ist und sie mir gehören. Und eine Laterne habe ich noch gar nicht geguckt. Aber das wäre viel zu auffällig. Das hätte ich doch garantiert gesehen. Ich bin ja nicht doof. So blöd bin ich nicht. Gleich geht der Timer. Oh mein Gott, ich habe auch die letzte Kapsel wiedergefunden. Oh mein Gott, ich weiß jetzt, wo beide Kapseln sind, die noch fehlen. Das ist gut, das heißt, du kannst mir gleich geben. Ja, nee, ich sag's dir dann. Oh! Timer, okay, wo sind sie? Timer. Na, ich sag's jetzt ein. Das sind doch meine jetzt. Die gehören jetzt offiziell hier. Nein! Mir. Doch, klar. Nein! Klar, hier war noch eine. Bupp, danke. Und, oh, da wirst du dich jetzt richtig in den Arsch beißen. Guck mal, wie mies ich die hier versteckt habe. Ah, komm her. Yippie! Ah. Okay, das war jetzt lustig. Jetzt kannst du mir das geben. Nein, das ist jetzt mein Eigentum. Ich bin der Rido-Osterhase und das war das Oster-Event. Kannst du es wiedergeben? Hallo! Nein, das ist jetzt meins. Das gehört jetzt mir. Das ist sogar die große Kapsel, die du nicht gefunden hast. Das ist die Elfer-Kapsel. Das gefühlt ein halbes Haus. Mann! Kopper, mach dir nichts draus. Beim nächsten ich Mal. Ich hasse Ostern. Nächstes Jahr, Kopper. Willst du was zum Abschluss sagen? Gib's dir wieder her. Kannst machen, was du willst. Kriegst du nicht wieder. Kann ich nicht mehr in die Lava werfen. Ja, wirf mich doch in die Lava. Nein. Gehen zwei Osterhasen. Kann ich die irgendwie rausschütteln oder so? Nee, das geht auch nicht, ne? Mann. Och komm, ey, das ist doch nicht. Wenn du sagst, dass ich der reale Osterhase bin, bekommst du sie wieder. Ich bin der einzig wahre Osterhase. Gesteh es dir ein. Dann hast du vielleicht eine Chance, dass ich so gnädig bin, um dir beide wiederzugeben. Und du darfst ja nicht lügen. Oh Mann. Ist es dir das, ich will aber der Osterhase sein. Ist es dir das nicht wert, deine Base? Vor allem die große Ölver-Kapsel. Da würde ich mich schon schlecht fühlen, wenn ich die nicht mehr hätte. Muss ich das jetzt wirklich sagen? Nö, nee, musst du und nicht. Wenn ich sage, und was ist, wenn ich sage und du die mir trotzdem nicht gibst? Doch, ich halte mich an meine Versprechen. Ich bin der Osterhase. Und der lügt ja nicht, ne? Ja. Moment, also echter Hase lügt nicht. Ach, keine Ahnung. Ja gut, dann bist du halt der wahre, echte, beste Osterhase so, der Welt. Okay, dann hier, bitteschön. Als ob du wirklich mir die Kapseln wiedergibst. Hey, ja oder klar. Ist das ein Troll? Sind das auch meine? Ja klar, das sind die richtigen. Okay. Willst du noch was sagen? Tschüss.